Senior. Eine Sendung des Evangeliumsrundfunks für Menschen im dritten Lebensabschnitt von und mit Kurt Schierer. Herzlich willkommen, liebe Senioren, zu Ihrem Programm. Es trägt den Titel Freude haben, Freude bereiten. Unser erstes Lied nimmt unsere Thematik gleich auf. Ja, das ist Freude. Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, Hagel friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen, dass Amseln flöten und dass Immen summen, dass Mücken stechen und dass Brummer brummen, dass rote Luftballons ins Blaue steigen, dass Spatzen schwatzen und dass Fische schweigen. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht, dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter, gefällt mir wohl, da steckt ein Sinn dahinter, wenn auch die neunmal Klugen ihn nicht sehen. Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich, das ist des Lebens Sinn, ich freue mich vor allem, dass ich bin. In mir ist alles aufgeräumt und heiter, die Diele blitzt, das Feuer ist geschürt, an solchem Tag erklettert man die Leiter, die von der Erde in den Himmel führt. Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, weil er sich selber liebt, den Nächsten lieben. Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne, dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich mich freue. Thank you.
Eine kleine Geschichte von Reinhard Abeln, überschrieben Das Geheimnis der Freude, soll uns weiter ins Thema einführen. Im Wartezimmer eines Arztes saß ein Patient, einer von vielen. Sein vergrämtes Gesicht war der sprechende Ausdruck seines freudlosen Innern. Während er warten musste, studierte er missmutig die Wandbilder an den Zimmerwänden. Da blieb sein Blick plötzlich an einem Spruchband haften, das bescheiden zwischen zwei Bildern hing. In großen schwarzen Buchstaben war darauf zu lesen: Der hat sein Leben am besten verbracht, der möglichst viele Menschen hat froh gemacht. Der Mann, etwa 50 Jahre alt, kam nicht mehr von diesem Satz los. Immer und immer wieder musste er den Spruch lesen. Langsam ließ er Wort für Wort an seinem geistigen Auge vorbeiziehen. Und je intensiver er über das Gelesene nachdachte, desto mehr löste sich der innere Bann in ihm. Er erkannte mit einem Male, worin seine Lebensaufgabe bestand, wohin er gehen müsse, um geheilt zu werden. In der Tat scheint es heutzutage oft genug an der wahren Freude und am echten Freudebereiten zu fehlen, obwohl allerorten auf vielfache Weise so viel Genuss und gar Luxus geboten wird. In einem Zeitungsinterview war aus dem Munde eines bekannten Wissenschaftlers zu hören, es gibt heute zu viele Freuden und zu wenig Freude. Freude erschöpft sich nämlich nicht in äußeren Dingen. Freude ist ein Stück Herz, das man liebend verschenkt. Und dazu sind alle von uns aufgerufen. Auf diesem Gebiet kann jeder ein Erfindergenie sein und sollte es werden wollen. Bischof Paul Wilhelm von Kepler hat in diesem Zusammenhang einmal geschrieben: Jeder kann Freude schenken, sobald er einmal herzhaft den Schritt gewagt hat, heraus aus dem Bannkreis des Egoismus. Sobald er sich gewöhnt hat, nicht nur an sich, sondern auch an andere zu denken. Er braucht dazu gar nicht reich und auch nicht gelehrt zu sein. Er muss nur eins sein: wahrhaft und von Herzen gütig. Diese Gütigkeit und das herzliche Verlangen, andere zu erfreuen, gibt schon seinem Antlitz eine gewisse Verklärung, seinem Auge einen milden Glanz, seinem Worte einen Wohlklang, so dass er wirklich Freude bringt, wohin er kommt. Und das Schönste dabei ist, dass die Freude, die wir anderen schenken, vermehrt und in ihrem Wert erhöht, in unser eigenes Herz wieder zurückströmt. Wer möchte nicht solch ein Mensch der Freude sein und es immer mehr noch werden? Freude ist ein Stück Herz, das man liebend verschenkt, so hieß es in der Geschichte. Liebe Senioren, Freude hat sehr oft etwas mit der Beziehung der Menschen untereinander zu tun. Wenn der eine vom anderen merkt, dass er ihn mag, dass er ihn zu verstehen sucht, dass er bei ihm sein will, dann erfüllt ihn das mit Freude. Und diese Freude wird für andere spürbar, sie springt wie ein Funke über. Wo Menschen ihre Zuneigung zueinander entdecken, da wächst die Freude. Und wo die Freude wächst, da wird das Misstrauen, da werden Angst und Traurigkeit vertrieben. Das gilt zwischen Eltern und Kindern, zwischen Großeltern und Enkeln, das gilt auch zwischen Mann und Frau, zwischen Nachbarn und Verwandten. Gott stellt die Menschen gleichsam nebeneinander. Jeder Einzelne ist von vielen Nächsten umgeben. Nun liegt es an jedem allein, was er aus dieser Gegebenheit macht. Wir können an den Menschen neben uns vorbeisehen. Wir können ins Leere blicken. Oder wir können unseren Nächsten anschauen, misstrauisch, fragend, abwartend. Das wird keine Freude erzeugen. Wir können uns aber auch darüber freuen, dass es die Menschen um uns gibt. Und dieser Freude können wir Ausdruck verleihen. Wenn diese Freude stark und kräftig genug ist, wird sie Angst und Misstrauen in dem Herzen des anderen bezwingen können. So werden wir, wie es der Apostel Paulus beschreibt, Gehilfen ihrer Freude werden. Das folgende Lied, Wir wollen uns von Herzen lieben, unterstreicht das Gesagte noch einmal. Wir wollen uns von Herzen lieben.
der ist groß, der dienen kann. Wir wollen uns von Herzen lieben, wie uns der Herr geboten hat. Lasst uns nicht viele Worte machen, wir wollen uns lieben. Liebe Senioren, Freude hat äußere Ausdrucksformen. Sie will weitergegeben werden. Wie das aussehen kann, hat einmal Emil Matthias Broich in 10 Punkten zusammengefasst unter der Überschrift Auf gute Nachbarschaft. Erstens, sprich zu den Menschen. Es gibt nichts Schöneres als eine freudige Begrüßung. Zweitens, zeig ein Lächeln, wenn du Menschen siehst. Für ein grimmiges Gesicht braucht man 72 Muskeln, aber nur 14 für ein Lächeln. Drittens, sprich die Menschen mit Namen an. Das ist Musik für jedermanns Ohr. Viertens, sei freundlich und hilfsbereit. Das ist der einzige Weg, um Freunde zu bekommen. Fünftens, sei herzlich. Sprich und handle so, als ob dir alles ein Vergnügen sei. Sechstens, zeige echtes Interesse an Menschen, dann wirst du finden, dass du ihnen ähnlich bist. Siebtens, sei großzügig mit Lob und suche Gelegenheit dazu. Achtens, geh auf die Gefühle anderer ein, sie werden es schätzen. Neuntens, achte anderer Meinung, auch wenn du sie nicht teilst. Und zehntens, hilf anderen. Zeit, die wir aufwenden, um anderen zu helfen, reut uns später nicht. Überlegen Sie einmal weiter, liebe Hörer, wo, wem und wie Sie in Ihrer Umgebung zu einem Freudenboden werden können. Vielleicht durch kleine, ausgewählte Geschenke, durch Besuche oder Einladungen, durch Zeit haben für den anderen, durch Zuhören können oder vielleicht durch kleine Handreichungen. Oder durch aufmunternde Worte. Sie werden merken, wie sich dann die Atmosphäre in Ihrer Umgebung zum Positiven entwickelt. Ein Mensch, der Freude bereitet, ist wie eine Insel inmitten eines Meeres voller Sorgen, Ängsten und Probleme des Alltags. Werden doch auch Sie, lieber Hörer, falls Sie es noch nicht sind, eine solche Insel der Freude in Ihrer Umgebung. Freudenboten braucht
Freude ist Ausdruck der Liebe zu anderen Menschen. Denn Nächstenliebe ist in ihrem Kern nichts anderes, als einem Menschen Freude zu bereiten. Diese Freude ist Antwort, ist Dankbarkeit gegenüber Menschen und Gott. Durch solche Freude kommt auch ein Stück Frieden in unsere doch so friedlose Welt. Und Freude und ein fröhliches Herz sind eine gute Medizin gegen allerlei krankmachende Dinge wie Sorgen, Ängste, Nöte, Traurigkeit, Bitterkeit, Neid, unerfüllte Wünsche und Ansprüche. Man müsste Freude einmal buchstabieren, um deutlich zu machen, was sie bedeutet. F wie Freiheit. Kann Freude ohne Freiheit sein? R wie Respekt, Rücksicht. Denn als Schadenfreude, da taugt sie nichts. E wie Erfüllung. Es ist tatsächlich so, wenn einer sich freut, dann steht für ihn die Zeit einen Augenblick still, weil er in seinem Leben, in seiner Lebensbewegung Erfüllung gefunden hat. U wie Urvertrauen. Freude dessen, der weiß, wohin er gehört, von woher er sich versteht und wem er sich verdankt. D wie Dankbarkeit. Das ist doch so, wer nachdenkt, der dankt und gibt der Freude Spielraum. Und E wie Erbarmen. Denn wie sollte dort, wo einer sich freut, nicht der Mitmensch mit aufgenommen sein? Aber woher kommt diese Freude? Eine Antwort ist immer noch gültig und an jedem Tag auf neue Weise zu erleben. Die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude.
Diese Freude ist nach dem Zeugnis der Bibel ein Geschenk, das denen zuteil wird, die in der Nähe Gottes leben. Denn bei dir ist Freude die Fülle, so singt es David im Psalm. Wer diese Freude haben will, der muss sich an Gott wenden im Gebet. Solche Freude ist größer und stärker, als dass sie sich von Leid, Sorgen oder Ängsten ersticken lässt. Diese Freude ist keine ständige Heiterkeit, sondern eine tiefe innere Freude, die uns gleichzeitig auf eine von Gott geschaffene neue Welt hinweist, in der es Leid, Sorgen und Tränen nicht mehr geben wird. An dieser neuen Welt erhalten wir Anteil, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Er legt jenes neue Leben schon jetzt in uns hinein. Damit sind wir aus Leid und Traurigkeit nicht herausgenommen, aber Bestandteil jenes neuen Lebens ist eine tiefere innere Freude, die auch in den Krisensituationen und in den dunklen Stunden unseres Lebens Bestand hat. Das Geheimnis dieser Freude ist, dass Jesus in das Leben eines Menschen einzieht und darin Wohnung nimmt. Deshalb kann Paulus dazu auffordern: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Freundlichkeit lasset kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Fassen wir am Ende des Programms vom Evangeliumsrundfunk für Sie, liebe Senioren, das Gesagte nochmals zusammen. Der Mensch braucht Freude. Ohne Freude fehlt uns letztlich die Kraft, mit den täglichen Anforderungen fertig zu werden. Eine tiefe innere Freude, die den alltäglichen Problemen standhält, will Gott jedem schenken, der ihn darum bittet und nach seinem Willen leben will. Auf der anderen Seite gehört zum menschlichen Leben, dass man andere an seiner Freude teilhaben lässt. Und jede verschenkte Freude kehrt doppelt ins eigene Leben zurück und wirkt wie eine gute Medizin. Mit einem Ausspruch von Henri Drummond will ich mich von Ihnen verabschieden. Er sagt: Ich werde nur einmal durch diese Welt gehen. Alles, was ich deshalb an Gutem tun kann, jede Freundlichkeit, die ich irgendeinem menschlichen Wesen erweisen kann, lass mich jetzt tun. Lass es mich nicht aufschieben oder übersehen, weil ich diesen Weg nicht noch einmal gehe. Ich wünsche auch Ihnen von Herzen diese innere Einstellung, die aus der Gewissheit kommt: Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Auf Wiederhören sagt Ihr Kurt Scherer.